Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter zum Update des November-Trends. Gestern ist nämlich auch die neue ECMWF 46-Tage-Vorhersage gekommen. Wir schauen mal an, was so für den weiteren Verlauf des Novembers berechnet wird. Ich will heute mal beginnen mit einer kleinen Verifikation. Ich hatte euch ja gesagt, wir schauen mal, wie gut war die ECMWF-Vorhersage wirklich so für den bisherigen Zeitraum, beziehungsweise richtigerweise für den kommenden Zeitraum für die nächsten 7 Tage. Das war vor etwa einer Woche, was berechnet wurde. Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Video. Da wurde mehr Hochdruck, eine Hochdruckanomalie, also mehr Hochdruck als im Klimamittel, ein höherer Luftdruck, berechnet vor allem so Teile von Westeuropa Richtung Biskaya, britische Inseln. Das war die damalige Prognose, die ich euch ja gezeigt hatte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt für die kommenden 7 Tage heißt, so etwa bis vom 5. bis zum 12. November berechnet wird. Und das ist ja relativ sicher, dass es jetzt in etwa so in den nächsten 7 Tagen von der Großwetterlage auch so kommen wird. Und ihr seht, das ECMWF-Wettermodell lag gar nicht so schlecht. Das wird jetzt aktuell für die nächsten 7 Tage berechnet. Es ist oft so in diesen Langfristprognosen, dass die Signale eher schwächer sind, als sie im Endeffekt sein sollen. Das heißt, es ist so ein bisschen verwaschen erstmal die Prognose. Dann sehen wir aber im Großen und Ganzen, hat das gepasst, dass dieser Hochdruck sich dann auch mehr vor allem Richtung Süddeutschland reinschieben wird in den nächsten 7 Tagen. Das scheint sich auch so in etwa zu bestätigen. Kommen wir jetzt zur weiteren Entwicklung für die Zukunft. Wollen wir uns zunächst mal so die erste Wochenhälfte in der nächsten Woche genauer anschauen, wie sich das mittelfristig entwickelt. Wir sehen zunächst mal eine nordwestliche Strömung. Wir liegen noch am Rande eines Hochdruckgebiets. Damit kommt am Montag noch insgesamt recht feuchte Luft zu uns aus Nordwesten. Es wird auch zeitweise etwas regnen, nieseln oder schauern. Dann kommt aber das Hochdruckgebiet ab Dienstag reingerückt, kommt nach Deutschland rein von Westen her. Ja, und auch am Mittwoch sehen wir im Großen und Ganzen Hochdruckeinfluss über Deutschland. Weitgehend trockenes Wetter. Es mogelt sich aber so eine kleine Störung. Wir sehen so eine kleine Verwellung hier am Rande der Tiefdruckzone. Die mogelt sich so etwa nach Norddeutschland zum Mittwoch und zum Donnerstag rein. Das heißt, der Süden mehr Hochdruck, der Norden auch zeitweise mal etwas Tiefdruck mit zeitweise Regen. Schauen wir uns das Ganze zusammengefasst an für den Montag bis Mittwoch. Am Montag sehen wir noch dieses unbeständigere Wetter, viele Wolken, zeitweise etwas Regen oder Nieselregen. Am Dienstag doch überwiegend trockenes Wetter, häufig aber noch grau. Dazwischen aber auch mal ein paar sonnige Abschnitte zwischen den Nebel- und Hochnebelfeldern. Am Dienstag dann noch vielerorts bessere Chancen, dass sich die Sonne auch mal längere Zeit durchsetzt. Es kann vor allem so am Nordrändern der Mittelgebirge und der Alpen und in den Bergen im Süddeutschland doch richtig sonnig werden sogar. Der Norden liegt weiterhin eher am Rande dieses Tiefs, das heißt hier doch wahrscheinlich noch recht viele Wolken und zeitweise auch ein bisschen Regen zumindest. Temperaturmäßig sehen wir Frost am ehesten mal so in der Landesmitte und im Süden Deutschlands in den Nächten. Tagsüber dann in Nebelfeldern, doch teilweise nur knapp über 0 im Süden. Ansonsten liegen wir meistens so bei 8 bis 12 Grad, insgesamt leicht steigende Tendenz der Tageshöchstwerte bis zum Mittwoch. Jetzt kommen wir zu weiteren Entwicklungen. Wie sieht das mittelfristig aus, was sich da entwickeln wird? Und da will ich mal so fürs übernächste Wochenende schauen. Heißt jetzt so in etwa 8 Tagen für den übernächsten Samstag, was wird da berechnet? Da gehen die Hauptläufe der beiden Wettermodelle schon ziemlich auseinander. Wir sehen nach dem ECMWF-Wettermodell, da flatscht sich das Hochdruckgebiet doch wirklich fast genau über Deutschland, ein relativ kräftiges Hoch, ruhiges Wetter, häufig aber auch mal Nebel und Hochnebel, vor allem in Niederungen und Tälern, auf den Bergen sonniges Wetter. Dazwischen, das ist immer so eine Sache um die Jahreszeit, zwischen Grau und Blau würden unter so einem Hoch also die Grenze relativ nah beieinander liegen. Insgesamt recht kühles Wetter, eher unter einem Hochdruckgebiet, die Nächte auch frostig. Schauen wir uns das GFS-Wettermodell an, jetzt das US-Wettermodell für den gleichen Zeitraum. Das lässt schon das Hoch deutlich anknabbern von Westen her. Da würden Atlantiktiefs allmählich übergreifen, schieben sich so ein bisschen mehr nach Deutschland rein. Die ganz große Tiefdruckaktivität wäre es aber nicht nach dieser Berechnung. Wenn wir uns allerdings das Mittel vom ECMWF-Wettermodell anschauen, das Ensemblemittel heißt aus 50 Lösungen wieder gemittelt, das tendiert auch eher in Richtung des Hauptlaufs des ECMWF, dass wir eher unter einem doch recht kräftigen Hochdruckgebiet liegen zum übernächsten Wochenende. Es ist also nach momentanem Modellstand zu bezweifeln, ob wirklich eben diese Tiefdruckgebiete wie nach dem GFS-Modell zu uns übergreifen werden. Allerdings, ich denke auch, ob das Hoch wirklich so kräftig und stabil
über Deutschland kommt, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Oft ist es so, dass das Hoch doch ein bisschen schwächer ist, vor allem auch so der Norden und Nordwesten doch mal zumindest von schlappen Tiefausläufern gestreift wird. Ihr seht im Großen und Ganzen aber eher Inaktivität, was das Wetter betrifft. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, und zwar habe ich jetzt mal die letzte Karte vom ECMWF-Wettermodell herausgesucht, was da so vom Luftdruck her von der Großwetterlage in etwa berechnet wird. Ja, und da sehen wir, dass sich in der zweiten Monatshälfte dann eventuell die Wetterlage umstellen könnte. Wir sehen nämlich, dass der Hochdruckschwerpunkt sich mehr, das war ja auch gestern so ein bisschen die Tendenz schon, mehr Richtung Atlantik aufbauen könnte, Westeuropa, Atlantik, und der Tiefdruckeinfluss sich mehr Richtung Nordosteuropa, Russland zurückziehen könnte und wir in eine nordwestliche Strömung gelangen. Es deutet also momentan eher nichts darauf hin, dass wir sehr milde, ungewöhnlich milde Luftmassen kriegen, sondern eher im Gegenteil, eher ein recht kühles Hoch erstmal und dann eventuell mit größter Vorsicht zu genießen. Ihr wisst das, das ist Spekulationsbereich. Könnte sich in der zweiten Monatshälfte mehr eine nordwestliche Wetterlage einstellen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, das ist auch gestern reingekommen, die neue 46-Tages-Vorhersage vom ECMWF-Wettermodell, da schauen wir uns mal die Temperaturabweichung an. Ich habe jeweils immer die 7-Tage-Temperaturabweichung, also gemittelt über 7 Tage. Was ist in Deutschland zu erwarten? Wir sehen die Karte für Deutschland und zunächst mal so in den kommenden 7 Tagen unter dem verstärkten Hochdruckeinfluss eher negative Abweichung zum Klimamittel, in Anführungszeichen zu kalt für die Jahreszeit, leicht zu kalt, vor allem in Süddeutschland. Wenn wir ein bisschen weitergehen, jetzt immer schrittweise 7 Tage, sehen wir auch noch leichte Signale für etwas unterdurchschnittlich temperiertes Wetter, auch vor allem so in der Südhälfte bzw. im Süden Deutschlands. Und dann in der zweiten Monatshälfte, ab der Monatsmitte etwa, zweite Monatshälfte, geht sogar das ECMWF-Wettermodell da aus, dass leicht unterdurchschnittliche Temperaturen mit dieser Nordwestlage dann doch eher in größeren Teilen Deutschlands anstehen. Ich muss auch dazu sagen, das ECMWF hatte im Oktober eher einen zu milden November berechnet. Was im Endeffekt jetzt wirklich dabei rumkommt, wir können mal gespannt sein, da schauen wir natürlich auch in den nächsten Wochen mal drauf. Also eher etwas unterdurchschnittliche bis normale Temperaturen für November werden so innerhalb der nächsten Wochen berechnet. Ja, das war eben der Trend vom ECMWF und schauen wir uns einfach nochmal zusammengefasst die kommenden 14 Tage an. Im 14-Tage-Trend am Beispiel für Augsburg, wir sehen doch insgesamt relativ kühl bis durchschnittlich hier im Süden. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn sich hier in Augsburg mal auch teilweise sehr nebelanfällige Regionen, wenn sich der Nebel hier mal länger halten soll unter dem Hoch, kann es ja auch noch deutlich frischer bleiben mit Temperaturen nur knapp über 0 am Tage, wenn sich eben Hochnebel und Nebel den ganzen Tag halten sollte, was hier durchaus möglich ist innerhalb der nächsten Tage bzw. der nächsten 10 bis 14 Tage. Ja, das war erstmal zusammengefasst der neueste Trend. Ich wünsche euch damit erstmal ein schönes Wochenende. Nächste Woche gibt es das nächste Mittelfrist-Update sozusagen. Schauen wir mal drauf, ob sich dann endlich mal ein bisschen mehr tun wird. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao.